Scheiße. Wieso sind die... Okay. Na, kommt noch einer. Da kommt natürlich noch einer. Na, die verzieht voll. Okay, du bist auch tot, das passt. Na du, komm her. Zwölf Magazin, 12 Schuss, übrigens ein Magazin ist recht gut, Leute. Wo bist du? Hört sich die Stimme auch? Wahrscheinlich ist das der da gerade gelabert hat. Ja, dann komm doch her! Nur böse, ich sterb. Was ist denn das? Einen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hass erfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringend, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Wir also, ja, ja, wir sind böse Leute. So, fahren wir mal mit dem Aufzug, die anderen können wir ignorieren. Ja, diese Melodie, ey, macht ja Angst. Was soll das hier, ey? Was ist hier passiert? Du wirst gar nicht wissen. Jo. Ah, da schau her. Ich weiß auch gar nicht, ob wir so weit richtig sind, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Ein Gesundheitskit, ja, das nehme ich mit. Kaufen. So. Die Illuminaten. Ach, shit, habe ich irgendwas gesoffen gerade, ja. Das ist schon ziemlich komisch. Also, pff. Vor allem den ganzen Raben. Leute, was haben wir hier Schönes? Ich verstehe es nicht. Was das bedeuten soll. Warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Ich werde angerufen. Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten Soll ich rangehen? An, auf das wir Augen Grad nicht. In der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. So, Munition natürlich für Maschinengewehr. Ich glaube, das werden wir noch öfters verwenden. Da werde ich einfach angerufen. Unerhört, Leute. Unerhört. Es gibt nichts Unhöfliches, als jemanden anzurufen, wenn er gerade... Verdammte Scheiße, jetzt schalte ich mein Handy aus. Ne, warte mal, ich mach's auf stumm. Das ist doch mal eine Idee. So. Oh, da will man eine gute Runde aufnehmen und dann wird man da gestört. Ich werde später zurückrufen, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt will ich erstmal hier eine Runde zocken, Leute. Das Spiel habe ich mich schon ewig gefreut und bisher gefällt mir das Spiel auch richtig gut. Und deswegen werde ich jetzt hier da nicht herangehen. Aber darum geht es auch jetzt gerade gar nicht, sondern ich glaube, ich bin von dort gekommen. Wo müssen wir lang? Also wie ein Fall ist schon ein bisschen arg einfach, oder? Egal. Unheimlich. Zurück zu seiner Familie? Öffne mir mal die Tür. Oh, 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 oh.
Ach du Scheiße, Mann. Ekelhaft, Leute. Ein schlechtes Gefühl. Sind wir jetzt Gott sei Dank voll. Na, geh weg hier. Was soll man denn darstellen? Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Killergren. Teuflisches Zeug, das. Oh, er lebt ja nur einmal. YOLO. Lecker, Schmecker, Leute. Können wir Killergren loslassen? Sicherlich cool. Drücke rechte Maustaste, um mörderische Krähen herbeizurufen, die deine Feinde betäuben und verletzen. Halte rechte Maustaste gedrückt und lasse los, um eine Nestfalle aufzuwerfen. Krähenangriffe nehmen Gegner mehr Schaden. Aha. Krasser Typ. Moment. So. Können wir es ja gleich mal ausprobieren. Achso, wir haben es eh schon drin. Ah, du bist mal weg, okay. Alter. Boah. Ich komme noch nicht ganz klar auf V, dass ich V drücken muss zum Nahkampf. Ja, jetzt drücke ich natürlich V zum... Egal. Okay, haben wir da noch was für uns? Aha. Alles klar. Okay. Dann haben wir jetzt wieder eine neue Kraft. Sehr cool. Ein Jude. Eindeutig ein Jude, Leute. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. Hier ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. Annehmen. Neu, Hut, brennender Heiligenschein. 70% der Chance, dass Nahkampfziel in Brand gesetzt wird. Auch von den 4 Sekunden lang 300 Schaden. Puh, ja, nehmen wir mal mit. Haben wir eh nichts anderes. Ne, sieht vielleicht nicht so stylisch aus wie unser normaler Hut, aber egal. Welche Station meinst du jetzt? Der da oder? Wo ich jetzt drauf bin? War ich nicht dort schon? Bin ich da nicht da? Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich da ein Teleskop nehmen? Okay. Naja. Kann ich hier jetzt irgendwas machen oder nicht? Gehe zur Gondelstation. Was für eine Gondelstation meint er denn? Sieht sehr geil aus mit der Hand. Bin ich nicht von da unten gekommen? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Bin ich da nicht rein? Achso, Monument. Okay, ne, passt schon, Leute. Bam. Hui. So. Oh, Scheiße. Hat er uns gesehen? Nein, nein, nein. Ah, bereit verlassen. Ja, du mich auch.
Kramstock wusste, dass ich komme. Wer hat es ihm gesagt? Die, die mich hergeschickt haben? Wenn ja, was haben sie in Wahrheit vor? Okay, also eine Gondel finden nach zum Island. Das sollte ja nicht so schwer sein. Hallo? Ach Mann, ey. Immer diese ganzen toten Menschen. Vielleicht macht da das hier mehr Sinn. Boah. Ach, ich habe keine Salze mehr. Scheiße. Da gehen wir mal hier hinter. Da sind wir, glaube ich, wieder sicherer und warten wieder ein bisschen zur Rüstung wieder aufpumpt. Perfekt. Oh Mann, los, nimm alles schnell. Ja, der ist gerade abgefackelt, dank unserem schönen Hut. Der auch. Ja. Nein! Oh, fuck. Alter Scheiße, Mann. Schnell, Rüstung. Puh. Wir müssen aufpassen, Leute. Ich will jetzt nicht sterben und die Muni von der auf ist leer, okay. Boah. Und. Okay. Shit. Oh, gut. Leute. Ich lebe. Oh. So, ich glaube, ich waren jetzt alle. So, die haben doch alle sicher was zu futtern dabei. Alter Schwede. Da haben wir ganz knapp überlebt. Ah, du, Drecksack. Stopp. Versteckt sich da, Feigling. Ja, die haben alle ein bisschen Leben immer dabei. Ein bisschen Leben. Mehr will ich doch gar nicht. Erstmal. Eine Banane, yay. Naja, gut. Finden wir hier sonst noch irgendwas? Achso, wir können jeden Schreibtisch durchsuchen. Wie viel der auch futtert, ne, Leute? Überlegt euch mal das. Finde ich aber gut, dass das mit den Spritzen abgesetzt worden ist. Das setzt sich dann ein bisschen durch Bioshock 2 ab. Sind wir von da gekommen? Nee. Ach, da schön, das sind die Gondeln. Und jetzt könnte ich so machen. Sehr cool. Und wow. Hammer. Okay. Achso, und ich. Bats. Autsch. Aua, so brenne ich. Ah, das ist blöd. Ach, deswegen. Das Öl. So, was haben wir denn da Schönes? Des Menschen groß war. Da reute ihn,
das er gemacht hatte den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Oh. Ah, okay. Ja, ja. Weißt du was? Am besten nehmen wir alle hoch, die gut über die Fox reden. Bei Anarchisten ist ein Fahrt genauso schlimm wie die Tat. Okay. Solange wir sie sehen, ist nämlich alles chiller. Unionisten, Frauenhasser. Man lässt sie in die Stadt. Interessant. Ah, das hast du gesehen. Schön für dich. Ach, da. Schon, ja. Du bist tot. Wenn wir daran hängen? Nee. Waren das schon alle? Nein, nein, nein. Boah. Okay, wir können nicht ewig fahren. Oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher raufkäme, käme ich wohl ran. Ja, das ist es. Höher raufkommen. Aber Leute, ich muss jetzt dann gleich wieder eine Aufnahmepause machen, was mir natürlich ewig leid tut, weil ich würde gerne jetzt echt weiter zocken, aber geht gerade nicht. Echt blöd, ne? Deswegen sage ich bis gleich, wenn ihr mich dann weiter anschaut. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Machen wir dann. Ciao.